Wort dem Abgeordneten Roderich Kiesewetter, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das, was wir mit KFOR zurzeit erleben und in der jetzigen Diskussion gerade im Bundestag KFOR Völkerrechtsbruch vorzuwerfen, ist eine Verhöhnung der Geschichte und der historischen Tatsachen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, wir sind uns im Bundestag bis auf wenige Ausnahmen übergreifend einig, dass es uns in den letzten 25 Jahren wirklich gelungen ist, eine Grundstabilität in den Balkan zu bringen. Überlegen wir mal, vor 100 Jahren gingen Mord und Gewalt vom Balkan aus. Der Erste Weltkrieg hatte dort seine Ursachen. Vor 25 Jahren sind Hunderttausende Menschen aus dem Balkan in den sicheren Schoß Europas geflüchtet, auch und gerade nach Deutschland. Vor 15 Jahren war die NATO in einem Krieg mit Serbien, und wir sind um Haaresbreite an einem intensiveren Konflikt mit Russland vorbeigeschlittert. Und heute haben wir erreicht, dass in dem Bewusstsein der deutschen Bevölkerung und auch von uns Europas Balkan eben nicht mehr zur Peripherie Europas gehört. Angesichts der Eskalation, die wir gerade erleben im Ostrand Europas, wird uns immer deutlicher, dass ein stabiler Balkan zur Befriedung unseres Kontinents beiträgt. Und wenn Sie auch weiterhin nicht zuhören wollen, dann hilft es nichts. Sie werden damit keinen Fortschritt erzielen. Fortschritt erreichen wir, wenn Sie Willy Brandt zitieren, wenn ich das als Christdemokrat sagen darf, versöhnen statt spalten. Und Ihre Aufführung hier versuchen zu spalten, aber der Bundestag steht zusammen und unterstützt das Mandat von KFOR. Denn wir sind uns bewusst, der Balkan braucht keine Gesamtbetrachtung, sondern im Balkan müssen wir jedes einzelne Land gesondert betrachten. Im Kosovo, ein armes Land mit einem Durchschnittseinkommen von 2.800 Euro, einer Jugendarbeitslosigkeit von 40%. Und insbesondere eine Regierung, die dieses Land über ein halbes Jahr letztes Jahr nahezu im Stich gelassen hat und jetzt mühsam zu einer Koalition gefunden hat. Im Kosovo müssen wir uns mit ganz großem Augenmerk um Rechtsstaatlichkeit, Bekämpfung organisierter Kriminalität und Bekämpfung des zunehmenden Islamismus kümmern. In Albanien haben wir ein schwächelndes Justizsystem und auch Herausforderungen bei organisierter Kriminalität und bei Rechtsstaatlichkeit. Und wenn wir weitergehen, der Kollege Bayer hat es beim letzten Mal angesprochen, in Mazedonien versuchen Kräfte, den gesamten Balkan zu destabilisieren, indem sie interethnische Konflikte wieder in den Vordergrund tragen. Auf der anderen Seite haben wir ein Serbien, von dem vor 25 Jahren Gewalt ausging und das heute versucht, wirklich mäßigend in der Region zu wirken. Und hier geht es mir um Folgendes. Wir sollten mit aller Kraft darauf hinwirken, dass die Staaten des Balkans nur gemeinsam die Chance haben, in die Europäische Union zu kommen. Dass es hier nicht um einen Wettbewerb der besten Staaten geht, sondern dass es hier quasi in einem Art Geleitzug darum geht, dass sie sich untereinander unterstützen. Aussöhnung ist das Entscheidende. Und wie können wir das schaffen? Indem wir die KFOR-Mission fortsetzen. Sie merken, ich gehe gar nicht auf die KFOR-Mission ein. Wir sind jetzt in der 32. Mandatsdebatte seit 1999. Ich glaube, wir sind uns einig. Und die Ergebnisse der Rühes-Kommission werden auch künftig zeigen, 5 Parlamentarier waren ja Mitglied in dieser Kommission, dass wir uns stärker um die sicherheitspolitischen Ausrichtungen unseres Landes und der EU unterhalten müssen, statt jedes einzelne Mandat im Detail zu beleuchten. Es gehört aus meiner Sicht ganz intensiv dazu, dass wir für den Balkan Stabilität schaffen. Das kann dahin führen, dass das Hauptquartier KFOR auf längere Sicht zu einem gemeinsamen Hauptquartier unter Beteiligung der 6 Balkanstaaten des westlichen Balkans, die noch nicht Mitglied der EU sind, führen kann. Dass wir also Inklusivität vorantreiben, dass wir dabei den Aussöhnungsprozess vorantreiben, dass wir Rechtsstaatlichkeitsmissionen unterstützen. Dazu gehört übrigens auch, dass Eulex den Ansprüchen, die wir an diese Länder stellen, auch gerecht werden muss. Und wir auch im Bereich Eulex Korruptionsbekämpfung im eigenen Hause stärker durchsetzen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und letztlich, wenn wir den Bereich der Sicherheit betrachten, müssen wir auch auf den Bereich wirtschaftliche Stabilität, Arbeitslosigkeits- und Korruptionsbekämpfung setzen. Und das machen wir, indem wir Aussöhnungsprogramme unterstützen,
indem wir Bildungsprogramme unterstützen und indem wir uns parlamentarisch auch Gedanken machen sollten, wie wir nicht der Visaliberalisierung der Uneingeschränkten das Wort reden, sondern wie wir ganz gezielt bestimmte Bevölkerungsgruppen, bestimmte Ausbildungsbereiche, Wissenschaftler und Unternehmungen durch gezielte Visaerleichterungen unterstützen können, um den Austausch der jungen Generation mit Mitteleuropa fortzusetzen und zu befördern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte damit sagen, mit KFOR stabilisieren wir die Region. Mit KFOR schaffen wir auch den Anker für eine stärkere sicherheitspolitische Integration. Aber die zivilgesellschaftlichen Anstrengungen, wie wir sie 2003 in Thessaloniki beschlossen haben, müssen künftig zunehmend in den Vordergrund. Überlassen wir nicht den Balkan reaktionären Gestaltungsmächten. Gestalten wir selbst als Deutsche und als Europäer. Herzlichen Dank. Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort dem Abgeordneten Wolfgang Gierke.